In der vorletzten Runde des Grunddurchgangs in der Judo-Herren-Bundesliga kommt es zum Duell David gegen Goliath. Die titelverteidigenden Galaxy Tigers haben nämlich in der Südstadt die vom Abstieg bedrohte Judo-Union Raiker-Pinzgau zu Gast. Die Favoritenrolle ist dabei natürlich ganz klar vergeben, und zwar an die Tigers, die sich ja bereits vorzeitig das Ticket für das Final Four-Finalturnier gesichert haben und in diesem Bundesliga-Duell befreit aufkämpfen können. Bei den Pinzgauern ist man dagegen in der Südstadt nur auf Schadensbegrenzung aus. Unsere Erwartungshaltung für heute ist realistisch gesehen relativ gering. Wir haben erstens selber intern relativ viele Ausfälle. Also uns gehen halt drei Personen ab, also drei Kämpfer ab, die das ganze Jahr für uns gekämpft haben. Und die fallen uns leider diesmal aus. Wir sind gesund, zwei sind krank, einer ist verletzt. Also ich sage, selbst wenn wir früh besetzt sind, glaube ich, ist gegen Galaxy für uns relativ wenig zu holen im Moment. Für uns geht es heute eigentlich nur mehr um die Platzierung 1 bis 4 fürs Final Four. Aber wir sind ohne Legionäre da und wir haben sie natürlich vorgenommen zu gewinnen. Und Pinzgau ist eine Traditionsmannschaft, die seit Jahren in der Bundesliga ist. Der Rieshopper ist ein alter Fuchs. Sie haben einen sehr starken Legionär, der Weltklasseniveau hat, den Zilker da. Sie haben zwei Routiniers da, also wir werden die Mannschaft keineswegs unterschätzen. Mit Christoph Wagner haben die Galaxy Tigers auch einen WM-Starter in ihren Reihen. Seine Bilanz nach den Titelkämpfen in Baku, bei denen er leider schon im ersten Kampf ausgeschieden ist, hört sich so an. Ja, lang kämpft habe ich leider nicht. Ich habe eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Ich hätte eigentlich eine gute Auslosung gehabt, wenn ich den Wand geschlagen hätte, den Deutschen. Hätte ich gehabt einen von Bahamas, glaube ich, oder so. Dann wäre ich schon zwei Runden weiter gewesen, bei einer Weltmeisterschaft viel wert. Hätte viele Punkte, aber hätte. War auch meine erste Weltmeisterschaft. Aber es war auf jeden Fall ein geiles Gefühl, mal dabei zu sein und dort die Luft zu schnuppern. Damit aber nun zum Bundesliga-Duell zwischen den Tigers und Pinzgau, wo der erste Punkt gleich einmal kampflos an Lorenz Wildner geht, da die Salzburger die leichte Gewichtsklasse unbesetzt lassen. Somit sehen die Zuschauer den ersten Kampf des Tages in der Klasse bis 66 Kilogramm, und da stehen sich Marvin Pum und der erst 18-jährige Fabian Hadijitski gegenüber. Ein kurzer Kampf, denn nach gerade einmal 33 Sekunden gewinnt Pum mit Ippon und bringt die Tigers bereits mit 2:0 in Führung. In der Klasse bis 73 Kilogramm steht dann WM-Starter Christopher Wagner Thomas Grössig gegenüber. Ein Kampf, in dem Nationalteamkämpfer Wagner von Beginn weg alles im Griff hat. Den Kampf gewinnt er schlussendlich aber nicht mit einer Wertung, sondern durch Hanso Kumake, der Disqualifikation des Gegners. . 3:0 für die Tigers damit bereits. Somit sind wir auch schon in der Klasse bis 81 Kilogramm, wo sich Adam Borchaschwili auf Seiten der Tigers und Andreas Herzog gegenüberstehen. Nach 20 Sekunden ist dieser Kampf aber dann auch schon wieder zu Ende. Mit einem Sayonage wie aus dem Lehrbuch wirft Borchaschwili seinen Gegner nämlich auf die Matte und bringt die Tigers mit 4:0 in Führung. Der erst vor kurzem aus dem Nationalteam zurückgetretene Marcel Ott steht dann in der Klasse bis 90 Kilogramm dem 24-jährigen slowakischen Legionär der Pinzgauer Peter Zilka gegenüber. Ein Kampf, der sehr, sehr ausgeglichen ist. Marcel Ott verteidigt sich hier ganz, ganz geschickt in diesem Bodenkampf. Und nach 4 Minuten gibt es immer noch keine Entscheidung. Somit geht es also in das Golden Score. Und da macht der Slowake Peter Zilka dann die entscheidende Wertung. Mit diesem Hüftwurf bringt er den ersten Punkt für die Salzburger ins Trockene. In der Klasse bis 100 Kilogramm stehen sich dann Marco Bubania und Hermann Höllwart gegenüber. Auch dieser Kampf ist sehr, sehr ausgeglichen. Nach 4 Minuten gibt es keine Entscheidung. Es geht somit in das Golden Score. Und hier
kann dann Marco Bubania eine Vasari-Wertung erzielen und den 5. Punkt für die Tigers holen. Schön gemacht von Bubania. Im letzten Kampf der Hinrunde stehen sich dann noch Gabor Geier und Matthias Wimberger gegenüber. Geier legt hier auch gleich ordentlich los. Er geht mit einer Vasari-Wertung in Führung. Hier wird Ippon angezeigt. Der wird aber dann korrigiert auf eine Vasari-Wertung. Noch einmal in der Wiederholung diese erste Wertung. Gabor Geier lässt sich davon aber nicht beirren, hat den Kampf ganz klar im Griff und macht hier eine weitere Vasari-Wertung, womit er diesen Kampf vorzeitig mit Ippon gewinnt und die Galaxy Tigers führen somit zur Pause bereits komfortabel mit 6:1. Für den 7. Punkt in diesem Duell sorgt dann zu Beginn der Rückrunde Valentino Grinic. Auch er feiert in der Klasse bis 60 Kilogramm einen kampflosen Erfolg. In der Klasse bis 66 Kilogramm stehen sich dann erneut Marvin Pum und Fabian Hadijitski gegenüber. Und wie schon in der Hinrunde ist auch dieser Kampf nur sehr, sehr kurz. Nach einer knappen Minute geht Pum nämlich zum zweiten Mal an diesem Abend als Sieger von der Matte. Sieger Marvin Pum. Auch in der Klasse bis 73 Kilogramm gibt es dasselbe Duell wie schon in der Hinrunde. Christopher Wagner trifft erneut auf Thomas Krössig. Ein Duell, das sehr ausgeglichen ist und nach 4 Minuten sogar in das Golden Score geht. Und in dieser Verlängerung setzt sich der WM-Starter Christopher Wagner dann mit Ippon durch. Die Tigers führen damit in diesem Duell gegen Pinzgau bereits uneinholbar mit 9:1. Adam Borchaschwili trifft dann in der Klasse bis 81 Kilogramm erneut auf Andreas Herzog. Borchaschwili hat wie schon in der Hinrunde auch hier in diesem Rückrundenkampf keinerlei Probleme mit dem Salzburger und sorgt so für den nächsten Punkt der Galaxy Tigers. In der Klasse bis 90 Kilogramm vertraut Tigers-Coach Thomas Hassmann dann auf Sebastian Schneider. Sein Gegner ist Hermann Höllwart. Ein Kampf, der bis zu dieser Szene sehr, sehr ausgeglichen ist. Hier macht Schneider aber mit einem schönen Konter eine Vasari-Wertung und geht damit 1 Minute und 30 Sekunden vor dem Ende in Führung. Und diese Führung bringt Sebastian Schneider dann auch über die Zeit. Zunächst gibt es hier noch die Rückfrage. Es bleibt bei der Vasari-Wertung und wie schon erwähnt, diese Führung bringt er dann schlussendlich auch über die Zeit. Sebastian Schneider gewinnt also auch dieses Duell. In der Klasse bis 100 Kilogramm bekommt es Marco Bubania dann mit dem slowakischen Legionär Peter Zilka zu tun. Die Zuschauer in der Südstadt bekommen dabei einen Kampf zu sehen, der nicht mit einer Wertung, sondern durch ein drittes Shido für Bubania entschieden wird. Zilko holt also den 2. Punkt für die Gäste aus dem Pinzgau. Im letzten Kampf des Tages stehen sich dann noch einmal Gabor Geier und Matthias Wimberger auf der Matte gegenüber. Ein Kampf, der nach gerade einmal 40 Sekunden entschieden wird. Und zwar durch diesen schönen Osotogari von Gabor Geier. Die Galaxy Tigers gewinnen somit klar gegen Rijker Pinzgau mit 12:2. Ja, kurzes Resümee. Für uns war heute erwartungsgemäß natürlich nicht viel zum Holen.
Es ist, hat schon mal angefangen mit den ganzen Verletzten und Kranken. Aber ich sage, selbst in Vollbesetzung werden wir da keine Chance haben. Das ist zum Akzeptieren. Ich sage, unser Hauptkampf ist dann nächste Woche, wo wir die Entscheidung gegen den Abstieg herbeiwirken wollen und den selber gestalten wollen. Und ich sage, da haben einige von unseren Jungen heute, glaube ich, ganz gute Ansätze gezeigt, auf denen man sicher auch die nächsten Jahre aufbauen kann. Größtenteils haben wir die Leute hineingesetzt, die wir auch für die nächsten Jahre in Verwendung haben werden oder die zu den tragenden Stützen der Mannschaft werden sollen. Resümee 12-2, sehr souveräne Vorstellung meiner Mannschaft, bin rundum zufrieden. Aber eigentlich hat der am besten gekämpft, der verloren hat. Der Otmarsell hat mit seinen 82 Kilo halt sensationell gekämpft gegen den Weltklasse Zilka von Slowakei, gegen einen Legionär. Und hat 4 Forstversage gemacht, 2 Schieder. Und dadurch, dass er nicht mehr so viel trainiert, hat er sich dann den Golden Score quasi WO gegeben, aber hat wirklich eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Und man sieht, auf welchem Niveau der Otmarsell immer noch kämpfen kann. Alle Jungen in der Mannschaft bin ich sehr zufrieden. Und jetzt geht es zur letzten Runde gegen Flachgau. Das ist unsere letzte Auswärtspartie. Und dann schauen wir, wie die Karten gemischt werden fürs Final Four. Die weiteren Ergebnisse dieser 8. Runde im Überblick. Multikraft Wels verliert gegen Flachgau mit 5-9. Reich Ramming unterliegt Wim Passing mit 6-8. Und die Wiener Samurais verliert gegen Dynamic One mit 5-9. In der Tabelle liegen die Tigers punktegleich mit Wim Passing auf Rang 1. Die Judo Union Flachgau und das UJZ Mühlviertel folgen auf den Rängen 3 und 4. Pinzgau liegt mit 2 Punkten weiterhin auf Rang 8. Die Rote Laterne haben weiterhin die Kaffee & Co. Wiener Samurais inne.